Hallo, ich möchte über das Jesusgebet sprechen. Und warum ich darüber sprechen möchte, ist ganz einfach. Wir leben in einer Zeit, in der die Welt auseinanderzufallen scheint, in der das Christentum im Westen an Bedeutung verliert, während der islamische Extremismus stärker wird. Eine Zeit, in der alle Leute oder viele Leute nach Orientierung suchen. Die einen flüchten sich in Arbeit, andere in Freizeitbeschäftigung oder viele suchen im spirituellen Bereich nach Antworten. Und ich selbst habe auch noch in vielen Bereichen nach Antworten gesucht und ich bin nicht der Meinung, dass nur im Christentum die wirklichen Antworten oder die Rettung gefunden werden kann. Ich glaube, dass viele Religionen die Antwort gefunden haben für ihre eigenen Leute. Ich glaube aber auch, dass wenn man im Christentum aufgewachsen ist oder hier im Westen bei uns, dass man wohl kaum etwas Besseres finden wird als die Lehre Jesu. Und man sollte vorsichtig damit sein, zu sehr herumzuspringen. Man kann zwar überall suchen, aber Jesus als Erlöser wird man so schnell nicht mit jemand anderen austauschen können. Das glaube ich nicht. Da habe ich zu weit gesucht, um sagen zu können, dass Jesus einzigartig ist in dem, was er leisten kann. Und das Jesusgebet ist eine Tradition, die auf die Wüstenväter zurückgeht, so aus dem 2. bis 3. Jahrhundert nach Christus. Die haben es entwickelt und das bildete sich dann weiter heraus. Es ging, wanderte nach Griechenland auf den Berg Athos, die Mönchrepublik, die bis heute existiert, und von da aus auch nach Russland. Also es hat sich vor allen Dingen im orthodoxen Bereich gehalten und wurde dort bis heute genutzt und benutzt, praktiziert. Und von dieser orthodoxen Spiritualität, denke ich, können wir hier im Westen ganz viel lernen, weil wir die Sache einfach immer sehr pragmatisch angegangen sind. Ich selbst bin ja in einer evangelischen Kirche aufgewachsen. Wir sind am, naja, das ist Klischee halt, wir sind am Sonntag manchmal zum Gottesdienst gegangen, aber wir wussten eben nicht so wirklich, wie wir spirituell arbeiten können. Und Yoga war etwas, es hatte alles nichts mit dem Christentum zu tun. Ich war in der Diakonausbildung unten in Moritzburg und als ich dann einen Vortrag über Meditation gehalten, selbst christliche Meditation, das war das erste Mal überhaupt, dass jemand etwas darüber gesagt hat. Die Leute waren so ängstlich, außerhalb des Mainstream, der Tradition, außerhalb der Tradition, Gott zu suchen, das war einfach unglaublich. Und heute hat sich die Kirche vielen Dingen wieder geöffnet. Meditation, es gibt Zen, es gibt natürlich Pilgern, ich war auf dem Camino. Da ist eine sehr neue Bewegung entstanden. Auf dem Camino sind viele Leute, die gar nicht sagen können, warum sie da sind oder was ihr Glaube ist. Und ich denke, das ist gut so, dass es eine neue Offenheit gibt und dass man nicht alles gleich festnageln muss. Und vielleicht möchte ich auch noch mal kurz ausdrücken, was ich von Gott glaube, was Gott ist und was Gott nicht ist. Gott ist für mich nicht objektiv, in dem Sinne, dass er uns gegenüber sitzt, irgendwo und uns beobachtet. Wir sind Mücken, Tigermücken. Gott ist unendlich, das heißt, Gott ist da, wo du bist, wo ich bin, er verbindet uns alle miteinander. Er ist innen, er ist die innere Quelle unseres Lebens. Wir können niemals getrennt von ihm sein. Daher ist das Jesusgebet nicht der Versuch, uns wieder mit Gott zu verbinden, in dem Sinne, dass wir jetzt von ihm getrennt sind. Wenn wir getrennt wären, wären wir tot. Gott ist das Leben. Das Jesusgebet dient dazu, wieder zu Gott zu erwachen, wieder in einen lebendigen Austausch, in eine lebendige Kommunikation mit ihm zu treten. Und Jesus tritt da als Mittler auf. Darum ist Jesus so einzigartig, weil ich kenne keinen, der diese Funktion wirklich erfüllen könnte, außer Jesus. Oder Maria, wenn wir so wollen. Und wenn wir das Jesusgebet beten, das heißt, Jesus, ich erbarme dich meiner, Jesus, erbarme dich meiner, dann verbinden wir uns sowohl mit Jesus wie auch mit Gott. Erbarme dich heißt einfach, dass wir eine demütige Haltung einnehmen, dass wir erkennen, dass wir Hilfe brauchen als Menschen auf dieser Erde und dass wir auch bereit sind, diese Hilfe anzunehmen.
dass wir uns Gott öffnen, dass wir Gott erlauben, uns zu lieben. Ich habe hier ein Buch. Das ist das Buch. Das habe ich sehr lieben gelernt, dieses Buch. Aufrichtige Erzählung eines russischen Pilgers. Das ist noch die Hardcover-Ausgabe aus dem Herder Verlag, die vor 15, 20 Jahren erschienen ist. Gibt es heute als Paperback. Und die sollte sich jeder eigentlich anschaffen, den das Jesusgebet inspiriert. Und ich rufe auch dazu auf, sich einmal die Woche mit einer kleinen Gruppe zu treffen, wenigstens zu zweit oder zu dritt, und das Jesusgebet zu beten. Ich habe hier auch eine Gruppe, die Kinder des Windes, bei Skype. Auf meiner Webseite könnt ihr meine E-Mail-Adresse finden. Ich denke, das ist gut, sich wieder zu treffen und eine neue Kirche von unten aufzubauen. Ohne Priester, ohne spirituelle Elite, aber in dem Geist der Liebe und der Toleranz und der Verbundenheit. Also einerseits total devote zu sein, also sich dem Gebet total hinzugeben. Das ist wichtig, also dem geistigen Leben Tiefe zu geben, aber andererseits nicht in religiösen Fanatismus abzugleiten, wie die Terroristen es tun. Wir können Fanatisten nicht gebrauchen. Wir brauchen Leute, die jeden annehmen, selbst Leute von anderen Religionen, die über niemanden richten, die genug damit zu tun haben, sich selbst Gottes Liebe zu öffnen und selbst die Liebe Gottes an andere Menschen auszuströmen. Die Leute, die wirklich wissen, wo sie stehen, die haben keine Zeit, sich mit den Fehlern anderer Leute zu befassen, übersehen die Fehler anderer Leute und sehen mit Liebe auf jeden. Und das ist auch die Aufgabe, die das Jesusgebet erfüllen kann, dass es unseren Geist in einen liebenden Geist verwandelt und unser Herz in ein liebendes Herz. Wir sollen das Jesusgebet einfach so oft wie möglich beten. Zu Anfang ziehen wir die Luft ganz normal ein. Später können wir uns vorstellen, dass wir Licht einatmen oder auch Licht durch die Stirn, durch das sogenannte dritte Auge einziehen, ins Herz, durchs Herz atmen mit Jesus, erbarme dich meiner. Wenn wir uns weit genug geöffnet haben, das kann Wochen oder Monate oder Jahre dauern, das spüren wir vielleicht, können wir es auch durch das geöffnete Kronenchakra einatmen. Und dann sind wir einfach weit dem Kosmos geöffnet und Gott kann an uns arbeiten, ohne dass wir ihm Widerstand entgegenbringen. Wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Wir haben sie zwar alle irgendwie als Menschen, weil wir alle unbewusst glauben, dass Gott uns unsere Freiheit wegnehmen wird, dass wir Sklaven Gottes werden würden, seine Marionetten. Aber wir sind im Grunde nicht, wir können gar nicht Gottes Sklaven werden, weil Gott uns als sein eigener, als ein Ausdruck seines Willens erschaffen hat. Wir können so erschaffen, wie er erschaffen hat. Oder wir können anders erschaffen und das ist dann die Welt der Trennung, in der wir sind. Und es ist einfach Zeit, zu Gott zu erwachen, zu der Verbundenheit, die wirklich den Kosmos durchwirkt und durchdringt. Also wieder in eine Welt der Verbundenheit hineinzuwachsen und unsere Getrenntheit voneinander und von Gott aufzugeben. Das ist der Weg der Erleuchtung, der auch jetzt im Christentum begangen werden muss. Darum habe ich diese Gruppe Kinder des Windes gegründet. Dazu kann man sich zählen oder auch nicht. Es sind einfach Leute, die sich einmal die Woche treffen. Das kann auch bei Skype passieren, um das Jesusgebet zu beten. Also, ich hoffe, dass ich ein paar Anregungen geben konnte und dass du inspiriert bist, dass deinen eigenen Weg mit dem Jesusgebet zu finden, das ist einfach die stärkste Methode, spirituelle, christliche Methode, von der ich weiß. Und das möchte ich einfach weitergeben. Danke fürs Zuhören.